mit dem besten Platz zusammen. So, und Part 4. Jetzt gehen wir doch mal so weit, dass ich euch das Gartenland zeige. Hier sieht es ganz schön aus. Da legt man den Hebel um und schon fließt das Wasser runter und erntet alles, was hier hinten ist, ab. Schon hat man sich die ganze Arbeit erspart. Ist das nicht schön? Ja, finde ich auch. So, gehen wir raus. Hier unten wird es einfach alles nach unten transportiert. Da unten ist Buildcraft Pipe. Sammelt die ganzen Sachen auf. Zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und schon wird alles automatisch unten wieder einsortiert. Also wenn hier etwas nicht automatisch läuft, dann ist es... Was läuft hier nicht automatisch? Es ist wahrscheinlich selbstverständlich zu verstehen, dass es natürlich auch sehr viel Spaß macht, den ganzen Kram hier aufzubauen. So, hier kommt nämlich alles gerade an. So. Ich dachte gerade, da kommt jemand rein. Was macht ihr hier? Ach, die Kiste ist voll. Lass doch mal die Tür zu, ey, das zieht. Wo komme ich jetzt zur Kiste her? Ich brauche eine Kiste. Ich will eine Kiste. Kiste. Kiste, Kiste, jetzt fange ich nicht an zu singen. Es ist einfach nur beknackt, wenn ich singe. Okay, einmal. Kiste, 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 Kiste. Meins. 05. Meins 05 gegen deins 04. Dieser Spruch ist von Otto Walkes. So. Ja, ich hatte letztens Konfirmation. So, überlegt mal, wie viel Zinsen bekommt man normalerweise auf einem Sparkonto? Oh mein Gott, das fängt ja noch mit Mathe an. Ja, ich mag Mathe. So, aber jetzt mal echt, wie viele Zinsen bekommt man auf einem normalen Sparkonto? Ist nie sehr viel. Ich weiß auch gerade nicht, wie viel das ist. Nein, nicht 19%. 19% ist Mehrwertsteuer. Ich habe keine Ahnung, wie viel das jetzt ist. Ach ja, und übrigens, Inventory Tweaks macht auch das, wenn ich jetzt hier noch zwei habe. Baue die hin. Zack. Kommt ein neuer Stack nach. Sehr praktisch zum Bauen. Muss man nicht immer Inventar öffnen und nachladen. Ich weiß nicht, wie viel man jetzt an Zinsen bekommt. Auf jeden Fall habe ich zur Konfirmation von der Targobank. Oh mein Gott, jetzt macht er ja noch Schleichwerbung. Ja, ich habe von der Targobank einen Briefumschlag bekommen, wo drauf steht, dass ich mein ganzes Konfirmationsgeld, was ich nicht sagen werde, wie viel das ist, mein ganzes Konfirmationsgeld habe ich, oder fast mein ganzes Konfirmationsgeld, habe ich zur Bank gebracht.
Und die Targobank hat mir ein Angebot gemacht. Wir haben gesagt, hier 3 Jahre liegt das Geld. Im ersten Jahr bekomme ich 1,5% Zinsen. Im zweiten Jahr 2,5, im dritten Jahr 3,5. Und nach 3 Jahren kann ich das Geld dann abheben. Und nach 3 Jahren gibt es dann auch keine Zinsen mehr. Also eben halt noch normale Zinsen, aber keine Superzinsen mehr, sage ich jetzt mal. So, schmeiße ich hier mal alles raus. So, das wird jetzt schön einsortiert. Trall, lalal, la, lal, lal, lal. Lalala. Ach genau, jetzt wenn ich schon mal hier hinten bin, kann ich den manchen von euch auch mal den Gefallen tun und in die Burg gehen. So, hier kommt noch was hin. Hier ist die Schmiede. Die auf hat. Jetzt zu. Mann, mach das Ding zu. So, hier sind Öfen drin. Lava. Wo ich jetzt im Stande meines Helms nicht reingehen werde. Hier geht es aber nach oben. Gehe ich aber nicht hoch, ich gehe hinten hoch. Ist aber eine kleine Schneiderei. Was man auch an der Schere erkennt. Und hier ist das Hauptquartier von dem König. Wo ich auch eine sehr gute Idee hatte, was allen von meinen Freunden sehr fasziniert hat. Ist einmal noch der Thron. Jetzt kommen wir zu der Idee. Es war nämlich eine Idee. Ich kannte mich damals noch nicht so wirklich aus mit Kolben. Das habe ich nämlich damals gebaut, wie ich noch fast keine Ahnung von Redstone hatte. Deswegen ist hier auch Kies in der Wand. Diese Hebel. Macht das nämlich einmal so. Und so. Dann kann man nämlich jetzt hier abhauen, drückt den Knopf und von oben fallen zwei Keys nach. So, damals kannte ich mich nämlich noch nicht so aus mit Geheimgängen und sowas. Jetzt würde ich da einfach einen stumpfen Geheimgang hinausbauen. Ich aber keinen Bock drauf habe, weil das eben halt Mittelalter ist und es damals noch nicht so einen Technikfortschritt gab. So. Jetzt sieht man auch, warum hier die Kiste steht mit Kies. Wenn man halt sich zwei neue Kies holen muss. So, und deswegen stehen hier auch zwei von diesen Dingern rum. Überlegen, welcher war das jetzt? Der hier. Okay, der hier. Der hier. Damit man hier eben halt zwei Kies nachladen kann. Der ist nicht zu. Und nochmal ein Kies. Nein. Jetzt habe ich keine Steine mehr. Aber man weiß sich ja zu helfen. So, sieht ja keiner. So. Man kann auch dumm sein, aber man muss sich zu helfen wissen. So, dann gehe ich jetzt mal hier hinten hoch. So, hier oben hat man dann einmal noch einen Aussichtspunkt. Hier kann man noch einmal rausgehen. Aussichtspunkt mit einem wunderschönen Blick auf Minecraft. Ach ja, und übrigens, dieses Zoom, was ich hier mache, das geht mit Steuerung. Dafür braucht man den Mod Optifine.
die Feind verändert auch hier Gras, dass hier an der Seite Gras wächst. Hier. Das ist hier jetzt nicht so. Weil hier sind immer zwei Blöcke übereinander. Und das Gras muss hier aneinander anschließen, sonst geht das nicht. Ja. Und Optifine verbessert halt auch die Grafik. Was man hier sieht, hier hat man Grafikeinstellung, hier hat man mehr Grafikeinstellung. Viel mehr Grafikeinstellung. So, und hier sieht man auch nochmal die ganzen Informationen. Maximal. Wenn wir 128 machen. So. Schön. Warum steht hier auf schnell? So. Fertig, fertig. Zurück zum Spiel. Weiß nicht, ob sich da jetzt was verändert hat. Naja. Also, mein PC wurde letztens aufgerüstet. Und ich kann auch mal eben gucken. Ich habe nämlich hier was eingebaut. Jetzt werde ich ein bisschen leiser. Ich sehe nämlich, wie viel mein Computer an Strom verbraucht. Das sind im Moment 230 Watt. Mein Computer verbraucht 230 Watt. Oh. Jetzt ist mein Mikrofon nach unten weggeknickt. So. Mein Computer verbraucht 230 Watt. Das ist wirklich sehr viel. Den meisten bringt das jetzt wahrscheinlich nichts. Aber ich habe jetzt auch kein passendes Beispiel, um das irgendwie besser zu erklären. Müsst ihr mal googeln oder bingen oder was auch immer ihr macht. Und dann geht es bald weiter. Gucken, wo ist ein schöner Platz? Komm, nimm mal den Baum. Bis im nächsten Part.